Bereits bei seiner Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof im Oktober gab sich Kenyatta siegessicher. Von Anfang an drohte das Verfahren zu platzen, aus Mangel an Beweisen. Weil sich unter anderem Zeugen zurückgezogen haben, gibt es nun tatsächlich vorerst keinen Prozess. Dem 52-Jährigen wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darunter Mord, Vergewaltigung und Deportationen vorgeworfen. Nach den Wahlen 2007 war es in Kenia zu blutigen Unruhen mit mehr als 1000 Toten gekommen. Kenyatta soll zu Gewalt und Vertreibung angestachelt und Milizionäre finanziell unterstützt haben. Trotz der massiven Vorwürfe in Kenia wurde die Nachricht aus Den Haag bei manchen mit Freude aufgenommen. Kenyattas Unterstützer hatten das Verfahren mit Argwohn beobachtet. Wir sind froh. Als freier Mann kann Kenyatta nun wieder regieren. Er hat nun wieder genug Zeit, sich auf die Angelegenheiten der Bevölkerung zu konzentrieren, besonders die Sicherheitslage im Land. Wir wussten von Anfang an, dass Kenyatta unschuldig ist. Es waren nur seine Kritiker und politische Widersacher, die dieses Verfahren vorantreiben wollten. Dabei hat es nie auch nur den kleinsten Beweis gegeben. Doch diese Beweise, so Den Haag, hätten das Gericht nur nie erreicht. Belastendes Material sei von der Regierung zurückgehalten und Zeugen eingeschüchtert worden, lautet der Vorwurf. Sollte sich das noch ändern, könne der Prozess sofort wieder aufgerollt werden.